man zusammenrechnet, viele, viele Zahlen, aber man muss es sagen, Schulden, die dieses Jahr allein verplant sind, von knapp 218,5 Milliarden Euro alleine mit diesen Nachtragshaushalten. Da steckt ja nicht nur dieses Konjunkturpaket drin, sondern der Bundestag und der Bundesrat, die haben ja bereits im März erste Hilfspakete verabschiedet für Unternehmen, beispielsweise auch Hilfen für Familien, wenn man an die Lohnfortzahlung denkt, für Eltern, die ihre Kinder nicht betreuen können und Ähnliches.